So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact bei unserem Sommerurlaub, der irgendwie immer verrückter wird. Das letzte Mal haben wir diese Miniaturlandschaften abgeschlossen, die Erinnerungen von Kasua gezeigt haben. Und uns wurde schon prophezeit, dass es weitergeht, höchstwahrscheinlich mit Xianglang, Xingyan, nicht Xiangling, keine Ahnung, was so ein. Der Sonnenschein strahlt dir schon auf deinen Hintern. Okay, die sind wach. Pass mal, ich schlaf doch auf dem Rücken. Okay, der Sonnenschein strahlt dir schon auf dem Bauch. Nice. Oh, doch, ganz gut. Das ist lieb von dir. Paimon merkt's wieder nicht. Paimon schon gut. だけど、モナは冒険者の仕事を知らないから、一緒に冒険には行けないって断られたらしい。一人になるために、ユーヤ浄土って言い訳も出さなかったよな。彼女は、かなり大きな困りごとを抱えていると見えた。はあ、友人としてフィッシュローを助けてあげたいですが、今日は彼女の言う通り、他の島を探索しに行くことになりました。 Nice, let's go. Das heißt einstimmig, ich war nicht dabei. Ja, aber ich habe trotzdem nichts dagegen. Ach, Paimon, ja gut. Warum nicht? フィッシュルが言ったんです。調べたいことがあるらしくて、それが終わったら合流するから心配する必要はないって。ああ見えて経験豊富な冒険者ですから、彼女を信じていいと思います。拙者はフィッシュル殿と知り合ったばかりで、これはあくまでも推測に過ぎぬが、彼女は彼女自身の中に矛盾を抱えているのではなかろうか。 なんだか当たってるような感じがするけど、他人との齟齬は解決に向かって努力するか諦めるかの二択だが、自己矛盾は簡単に捨て去れないものでござる。拙者にもそのような時期があったからわかる。彼女が何に悩んでいるのかは知らぬが、今必要としているのは一人の時間でござろうよ。 Darf auch mal alleine nachdenken. でも、せっかくの冒険なのに、ちょっともったいないよな。だって、みんなで一緒にいる方が面白いぜ。深淵は本当に前向きだよな。そうだ、まだ言ってなかったけど、今朝北にある島であの不思議な現象が起きたみたいなんだ。旅人が朝食を食べ終わったら調べに行こうぜ。 So, flammende Pfade, das klingt doch schon sehr nach Xianyan. Geh zu der Insel im Norden. Ach ja, übrigens, Leute, ich war auf der Fatui-Insel, die wir mit Kasua angesehen haben. Ich glaube, das war die hier. Bin mir nicht mehr sicher. Also, wo wir halt hinfahren sollten, um die zu erkunden. Und da waren jetzt lauter Fatui. Also, die war ja vorher leer und da waren ja nur die zwei. Ja. 風の匂いが熱く燃えているようでござる。水裏の番が少し明るくなりましたが、まだ見えません。おい、みんな、これを見ろ。これは鼓というべきか、それとも
植物って言うべきか？植物でできた楽器であるか？ふむ。深淵、ここはもしかするとあなたに関する島ではありませんか？え、じゃあこれはあたいのために用意された楽器か？それなら早速打ってみようかな。待たれよ。昨日は拙者が盆景の築山に触れると皆が特殊空間に移動したでござろう。深淵殿、先に準備をした方が良いのでは？そうかもな。でも心配いらないぜ。あたいは音楽にかけては常に準備万端だからな。 Jetzt bin ich gespannt. ほこりまみれだ。大丈夫かパイモン？やはり場所が変わった。なんだか荒れた場所のようですが、深淵、ここはあなたに関する元凶なんでしょ？そうだと思うんだけど、変だな。なんでこんなに荒れてんだ？見ろ、あそこすごく明るいぞ。オイラたちを誘ってるみたいだ。ふむ、行ってみるとするか。いやいやいや、どう見ても罠だろう。それはそうですが、他に道もありませんし。Ja, auf jeden Fall sehr wahr. Der Ort schaut echt cool aus. Freut mich, dass du so schnell ist. Ja, sowieso, uns passiert schon nichts. Alter, der sieht richtig cool aus, der Ort. Ja. Weiß nicht, was alle anderen haben. Wie soll ich da hingehen? Hallo? Ah! Wir klopfen einmal auf eine Trommel und dann kommt ein Elevator zu uns. Die sind aber ganz schön schnell. So, was haben wir denn hier? Ah ja. Wenn du das musizierende Baumcello, wenn das musizierende Baumcello leuchtet, kann es aktiviert werden. Nach der Aktivierung gibt es einen sich ausbreitenden Rhythmus von sich. Das ist im Bereich des sich ausbreitenden Feuerrhythmus musikalische Blumen. Gibt feuern diese Noten ab. Die von einer musikalischen Blume abgefeuerte Note können von der nächsten musikalischen Blume weitergeleitet und ihre Flugbahn kann dadurch verändert werden. Durch Annäherung kannst du die Schussrichtung von einem Teil der musikalischen Blumen ändern. Vielleicht ist das Weiterleiten von Noten mit musikalischen Blumen der Schlüssel zum Lösen einiger Rätsel. Ja, das sind die hier. Da kann ich gar nichts verändern. Da kann ich auch gar nichts verändern. Da kann ich was verändern. Okay, okay, okay. Ich das tun sollen, weiß ich nicht. Sorry. Ach krass, okay, es war sogar richtig. Okay, das ist so ein bisschen... Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt gerade hingehietet? Lass mich da durch, bitte. Tobira ni kagi ga kakatta. Die Tür ist verschlossen. Mono, verwandle dich ins Wasser und geh hinein. Wenn Kazuo hochspringt, wird alles gelöst sein. Nein, aber diese Musikblumen. Da war eine Kiste. Oh mein Gott, wie ich gerade rübergedrängt wurde.
Habe ich jetzt vorbei, Herr Dornstrauch? Ja, ist das okay? Tritt auf angrenzende Melodiepedale. Indem du alle Melodiepedale zum Leuchten bringst, kannst du das musizierende Baumcello erwecken. Nach seiner Erweckung gehen vom musizierenden Baumcello besondere Lichtstrahlen aus. Ein Teil der Melodiepedale besitzt eine Sonderfunktion. Sie können durch ihre besonderen Symbole erkannt werden. Das ist gut. Okay, das ist schon cool gemacht. Finde ich nice. Ist das die Genshin-Melodie? Dieses Dim, 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 Dim. Das ist irgendwie richtig cool gemacht. まさに音楽の聖地みたいなとこだよな。植物のおかげで鍵をゲットできたぞ。深淵の元凶って数葉のよりラクそうだな。あたいは数葉ほど人生経験が豊かじゃないってことさ。 Voll cool, wie jetzt hier auch wirklich Musik spielt. Yo! Oh, nice! Wir hier runter gucken. Was hier? Groß nichts. Ja. Oh, das sieht hier voll cool hier aus. Ich weiß nicht, warum die Leute sagen, das sieht so trostlos aus. Ich mag das hier voll. Ist ein bisschen wirr, ja? Nähere dich der Riesenblume. Ach, bist du böse? Müssen wir dich bekämpfen? Die lebt auf jeden Fall. Warum sieht die so verdorrt aus? Nein, bring die Musik wieder, nicht Paimon. Oh, mich wundert das gar nicht mehr. Gestern konnte das Eichhörnchen auch sprechen und das Boot auch. スズミみたいな植物を触ったらここに送られてきたんだ。あんたはここの主人か？ここは音楽の殿堂。私はただの門番に過ぎない。友よ、そなたたちも究極の音楽を求めに来たのか？その通りさ。それでは、そなたが音楽に託すものは？あたいの歌は反逆の歌だ。おお、素晴らしい。そなたとは分かり合いそうだ。 出会えたこと、幸運にも。変な花とも気が合うんだな。付き合いやすい人というのは、どこに行っても友達がたくさんいますよ。ここまでたどり着けたのだから、より深い殿堂に入りたいだろう。しかし、殿堂に入るためには、私の歌声が必須。すまないが、今は少し声が枯れてしまって。大丈夫か？その、丘に効く薬でも飲むか？いや、私はただ長いこと寒山感染を口にしていないだけだ。あれさえ飲めば再び歌えるようになり、道を開けてやれる。寒山感染？それって泉の名前か？さっき言った名前。その水を飲めば疲れた大人も眠い子供も物心つかぬ子供まで誰もが美しい歌を歌えるようになる。ああ、
よ。泉の場所を教えてくれるか。感謝する。澄んだ水で育った植物は困難を乗り越え山を登る。泉は緑豊かな山の上だ。山に登るのか。海水を汲めばいいのかと思ったぜ。泉の湧き水と海水は全然違うでしょう。ただ泉をその目に映すには私の力が必要かもしれない。手を差し伸べなさい。そなたに私の世界を見せてやれるようにしよう。Let's go. Jeez. Loading screen. Noa, 外だぜ。ああ、やっぱり外は明るいぜ。あの熱い洞窟も嫌いじゃないけどな。寒山幹線は。この辺りの山にあるはずでござる。探しに行こう。待ってください。どうして地下なのに光があるんですか。これは水脈。あの花によると水脈は植物に関係があって、植物は山の泉と関係してる。だからきっと水脈に沿って進めば問題ないさ。So, immer den Wasseradern hinterher.Eine Legende auf der Spur, ich möchte die Kiste. Ganzan Hachiku! Sabaki no Ikazuchi! Ha, Skiari! Hello! Oh, die Helikopter haben die gar nicht bewacht. Egal! Ich stehe. Guck mal, das war sogar richtig. Da müssen wir sogar lang, glaube ich. Wahrscheinlich.Ist das gerade mit mir mit verschoben? Okay. Nice. Aber. Wir machen das hier noch. Ich finde die Rätsel echt cool. Ich mag die Rätsel. Die Musik. Okay. Okay. Wie löse ich das?War das jetzt richtig? Ja, offensichtlich. Danke, random Aufwind. Dann machen wir das hier jetzt zuerst. Oh ne, das wollte ich. Egal, spielen. So, blam, blam, blam. Blam, blam. Blam, blam. Cool.Ja, ich weiß nicht, ob wir da schon rein sollten. Wir machen jetzt erstmal die Story. Ablenkung ist cool, aber eigentlich nicht. Ich würde schon gern erstmal so wissen, was hier abgeht. Aber ich mag die Rätsel bisher übel. Also generell alles, was mit Musik zu tun hat in Videospielen, ist eigentlich richtig cool. Oh, in der Höhle war ich schon mal.Das komische Labor gefunden. Und ich dachte so, oh, was ist das? Eine anscheinend wasserdichte Notiz.
Diese Insel ist die eigenartigste Gegend, die ich auf dieser Reise gesehen habe. Die verschiedenen Hügel auf der Insel sehen zwar gewöhnlich aus, haben aber Hohlräume, sodass sie, sobald sich der Wasserstand im Inneren ändert, Klänge von sich geben. Gleichzeitig sind die Berge durch die sich kreuzenden Wasseradern miteinander verbunden. Bei Flut spielen die Hügel gemeinsam und geben einen Klang von sich, der zuvor genau festgelegt wurde. Das ist etwas Neues, dass ein Berg oder sogar eine ganze Insel in ein riesiges Musikinstrument verwandelt wird. Die Erschaffer verfügen nicht nur über großen Einfallsreichtum, sondern auch über erstaunliche Geschicklichkeit. Warte, hat Venti das Zeug nicht hierher gebracht? Also diese Berggipfel? Weil es würde zu ihm passen, ne? So als Bade und dann einfach mal so, ach, mit dem übrig gebliebenen Kram mache ich mal so eine Insel als Instrument. Warum nicht? Ich habe viel Zeit in diesem Gebiet verbracht, die Topografie und die Gestaltung der Berge genau betrachtet und aufgezeichnet und der Musik gelauscht, die die Berge zu verschiedenen Zeiten spielen. Ich bin erstaunt über den großen Einfallsreichtum der Macher. Diese perfekte Verbindung von Natur und Kunst ist faszinierend. Gute Gestaltung sollte nicht in Vergessenheit geraten. Daher hinterlasse ich hier eine Notiz für alle, die noch vorbeikommen. Du, der oder die, du hier bist, ruh dich oben auf dem Hügel aus und warte darauf, dass die Flut für dich spielt. Es ist keine leichte Aufgabe, die Natur dazu zu bringen, sich sanftmütig Wind und Wellen hinzugeben und leise für einen zu singen. Es ist eine epochale Schöpfung. Mögest du diese Erkenntnis auch genießen. Übrigens sind diese Notizen durch Alchemie entstanden. Sie sind wasser- und feuerfest. Mach dir keine Gedanken über die Echtheit der Notizen. Genieße einfach die Musik und die Aussicht. Albedo! Oh, wie cool. Aber macht Sinn tatsächlich, dass er hier ist. Wenn Alice uns dann auch zu dem Punkt gebracht hat. Ich meine, wir waren ja alle schon auf dem Goldgipfel Archipel und Albedo war ja letzten Sommer auch mit dabei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Albedo dann hier noch ein bisschen Nachforschungen angestellt hat. Auch wenn das letztjährige Goldgipfel-Archipel ein bisschen anders aussah. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er ab und zu mal wieder hierhin zurückgekommen ist. Und die Möglichkeit hatte er ja. Alice hat das Gebiet ja gefunden und hat ihn bestimmt dahin gebracht. Ich glaube, das ist so das Mindeste, was Alice tun kann, wenn Albedo schon auf ihre kleine Tochter aufpasst. Aber richtig cool. Und die Nachricht ist einfach von Albedo. Das ist richtig cool. Oh. この島全体が楽器になってるってことか?それ、すごすぎじゃねえか!それに、地下にある水脈にも関係してるみたいだぞ。もう、島の音楽を奏でるには、全部の水脈に水を通す必要があるかも。楽器を演奏する前に、まずはメンテナンスをする。合理的だな。 Ach, das ist ja mal richtig cool. So, da sehen wir jetzt nochmal den Zettel. Ja. So, wir müssen weiter den Berg hoch. Und wie stellen wir das an? Oh. Vielleicht schaffen wir es ja dadurch die Tür irgendwie das anzuschalten. Also hier diese Fackel. Oh. Das habt ihr nicht gesehen. Nee. Warte mal, das muss man mit Charakteren machen können, die man von Anfang an besitzt. Also wenn ich mit Ember vielleicht da durchschieß? So hier, so durch die Gitterstäbe durch? Das war mir so klar. Wenn ich mich weiter wegstelle und da durchschieß? Nee. Glaube ich irgendwie nicht. Okay, ich glaube, wir sollen dann einfach nochmal in die andere Höhle reingehen und gucken, dass wir dann auf den Berg hochkommen. Schätze ich. Also machen wir das einfach. Da haben wir da drüben schon eine relativ eager angefangen. Ist dieser Chest? Idee ist.
Ich wusste es. Ich dachte mir so was, dass man wieder so nach Jahrtausenden eine Truhe, für die man nichts tun muss. Ah, das wird zu einfach, Leute. Das wird zu einfach. So, ist natürlich auch intelligent von mir, auf so einer Feuerinsel einfach die Loot mitzunehmen. Ich weiß nicht, das Skin hat es mir halt schon angetan. So, ich habe Memes gesehen, so von wegen so, ja, so Leute vor dem Update so, die Look ist scheiße. Und jetzt so Leute nach dem Update so, oh, holy shit, mit dem muss man spielen. Und ich meine, ja. Und ich finde es auch gut, dass das so ist. Also ich meine, Diluc ist halt vom Schaden her nicht anders als vorher, aber es sieht halt einfach richtig gut aus mit dem Skin. Und diese neuen Idle-Animations, die er mit drin hat, und die neue Ult-Animation, es ist halt so viel cooler. Und es ist halt was Besonderes in Genshin. Weil sowas gab es halt noch nicht. Generell sind ja Skins eher sporadisch. Es gab ja jetzt... ja, zwei Skin-Pakete quasi vorher. Hier geht's auch nicht weiter mit dem Ding, ne? Ich fahre jetzt eigentlich nur die Truhen an, ne? Warum laufe ich denn? Was ist da oben? Ach, so ein Vogelnest. Ich dachte schon so. Das ist was Besonderes. Ja, da unten war Loot, den lasse ich jetzt liegen. Hasst mich ruhig. Oh. Ja, an sich finde ich generell auch die Idee hinter einem Skin, der dann auch die Animations und die visuellen Effekte verändert hat, auch richtig cool. Also, dass man halt nicht einfach sagt, so hier, Ningguang kriegt ein neues Kleid. Also ist cool, sollten sie definitiv häufiger machen, ne? So, da geht's weiter. Aber warum geht's da weiter? Da sind ja auch noch Dingsies drin. Wir spielen nochmal. Wir gucken mal, was da noch passiert. Spielen. Wir mussten hier die Tür aufmachen und dann gehen die hier ja weiter. Genau rechtzeitig verkackt. So, spielen. Warum gehst du denn jetzt darüber? So, hier, spielen. Du hast ja auch vorher gedacht. Genau, mit den zwei Noten. Okay, das macht hier aber absolut gar nichts. Oh, ich kann ja auch nichts verändern. Okay. Ich muss mir dann hier auf die Flut warten. Okay. Ich bin jetzt offiziell verwirrt, Leute. Also offensichtlich geht es hier dann da hinten weiter, aber ich bin zu blöd zu verstehen, wohin. Also ich meine, die Ader zeigt nach oben, aber wir müssen doch da durch das Tor durch. Wir können doch nicht einfach hochklettern, oder? Na, guck, das sagt mir, kletter doch hoch. Geh weiter hoch. Können wir da einfach hoch? Da kommen wir doch nicht durch, oder? Kann die Fackel da nicht anzünden? Guck mal. Hier, da ist jetzt hier so eine Elementarfackel. Dahinter ist eine Tür, mit der wir weiterkommen. So, der führt sich jetzt wieder raus und hoch. Jetzt will ich einfach hochklettern. Denke ich wieder zu kompliziert? Kann ich einfach hier hochklettern und da oben geht's weiter? Das wäre peinlich. Aber es sieht schon danach aus, ne, dass man hier so smooth die Ranke hochlaufen kann. Und hier so ein actually kletterbarer Pfad ist. Es ist hier halt immer so eine Sache beim Goldgipfel-Archipel. Manche Felsen sind halt echt ekelhaft zum Klettern. Oder manche Berge. Also ich habe für so eine Muschel, ich habe irgendwie so dann 5 Minuten gewartet, weil einmal Reispudding mit 100 Ausdauer auffüllen nicht gerecht hat. Ich habe mich vielleicht auch angestellt wie so ein Fisch, aber... Guck doch mal hier. Kiste.
Ja, jetzt müssen wir dann nochmal hochklettern, um in den Windstrudel rein zu können. Hoffe ich. Reicht das von hier? So, Kiste. So, dann müsste ich das noch drehen können, ja? Ja, gut, passt. So, spielen. Dann haben wir die eine Kiste hier. Na? Dass die mal so ein Stückchen noch brauchen zum Auslösen. So, ich denke mal, ich kann nicht gegen den Windding spielen. Wir probieren es trotzdem mal aus. Und wir gucken trotzdem hoch. Nee, dachte ich mir. Das ist nicht dein Ernst, oder? Dann muss ich mich jetzt auch noch beeilen. Schnell. Ist wie lustig das gewesen wäre, wäre das jetzt einfach gegen Zhongli's Säule geklatscht und ich hätte alles nochmal machen müssen. Okay. Ach ja, komm. Nein. Jetzt muss ich nochmal komplett hochklettern. Ja, wir sehen uns oben nochmal. So, ich bin wieder oben. So. Machen dann, wenn wir runtergehen, die Herausforderung nochmal, weil wir, damit werden wir eh runtergehauen. So, ist das jetzt frei? Jetzt müsste ich das ja wieder mit Wasser füllen. Hallo? Ah ja. Sammle eisgefüllt Quellwasser. Wasser schöpfen. Ach, für Eisgipfel sind da erstaunlich viele Palmen.興味があるならば試してみるとよい。いやいや、私は歌を歌えませんから、万が一聞かなかったら恥ずかしいじゃないですか。モーナの声は綺麗だから歌に向いてるぜ。もしよければ拠点に戻ってから歌う時の呼吸法を。あ、いや、ビジュース、ダスパプコ。え?本当にいいんですか?絶対に笑わないって約束してくださいね。 もちろん笑ったりしないさ。誰だって初めはゼロから学ぶんだから。はい。それじゃあ試してみてもいいです。よし、じゃあその前に泉の水をあいつの元に届けようぜ。浜辺にある鼓に触れれば元凶に入れるでござる。もう一度やってみるとよい。 Bitte tippe mich nicht runter. Danke. Oh Gott, ich wäre gleich gestorben. Weil ich wollte ja nochmal die Herausforderung machen. Und ja. Den mache ich jetzt auf. Wo warst du? Da. Ich mag solche Dinge halt überhaupt nicht. Weil der Windgleiter so manchmal so richtig komisch funktioniert. Ich schaff's wieder nicht. Doch, schaffe ich. Weil der ist manchmal so richtig seltsam. Ach, Halleluja. Wäre jetzt schon ein bisschen scheiße gewesen, wenn ich das jetzt nicht nochmal geschafft hätte. Also wieder nicht geschafft hätte. Dass ich auch an Helichellen rumrennt, ne? Absolut krass.
Ach, guck. Wie schon gesagt, also ich habe ja hier Fatui gefunden. Auf der Insel hier, glaube ich, weil ich dann die Herausforderung noch machen wollte. Und die haben dann einfach mich angegriffen. Also es waren schon richtige Fatui. Und bei denen ist es ja so, dass die mich ja wieder nicht mehr wahrnehmen können. Es scheint, dass dieser Fatu es und auch überhaupt nicht hören kann. Diese Fatu hat dann eigentlich. Ja, die ist irgendwie so gefangen in ihrer Illusion. Bisschen traurig. Na gut, dann spielen wir nochmal die Trommel. So, sind wir jetzt hier in der Illusion. Und reden dann mal gleich mit der Blume. Aber das Reden machen wir dann das nächste Mal. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Sehr, sehr coole Insel mit sehr, sehr coolen Rätseln. Ich liebe es. Also das hat tatsächlich was sehr, sehr Eigenes. Ich bin da gespannt, ob diese etwas verdorrte Blume dann vielleicht dann wieder so richtig feurig cool aussehen wird. Und bin gespannt, was es dann mit Xinyan auf sich hat. Warum ihre Welt so aussieht, wie sie aussieht. Dann freut euch aufs nächste Mal. Ich freue mich auf jeden Fall. Und damit, bye bye.